Heute zeige ich euch ein Strickmuster mit Nelkengattern. Das ist das Muster. Machen wir eine Nahaufnahme. Ich habe hier 19 Maschen angeschlagen. Das Muster würde ich, wenn ihr dünne Wolle habt, mit dicker Stricknadel stricken. Hier habe ich Stricknadelstärke 5. Dann kann man das Muster besser erkennen. Wir fangen an. Machen eine Masche, heben wir ab, ohne zu stricken. Dann gehen wir durch 3 Maschen durch und tun so, als ob wir rechts stricken, ziehen den Faden durch die 3 Maschen durch, lassen die 3 Maschen aber auf der Stricknadel drauf, halten die Masche fest, machen einen Umschlag, gehen nochmal durch die 3 Maschen durch, holen wieder eine Schlaufe durch die Maschen raus und heben das Ganze ab. Haben wir schon mal ein Muster. Geht weiter. Durch alle 3 Maschen rechts strickend durch, Masche durchziehen, rausholen, dann ein Umschlag, dann wieder durch die 3 Maschen durch, Schlaufe holen, durchziehen und Masche stricken. Nochmal durch 1, 2, 3 Maschen durch, Schlaufe holen, als ob ihr rechts strickt, die Maschen drauf lassen, dann einen Umschlag, dann wieder durch die 3 Maschen durchstechen, wieder eine Masche durchziehen und alles abziehen. Nochmal. 1, 2, 3, als ob ihr rechts strickt, Masche durch die 3 Maschen durchziehen, dann einen Umschlag, wieder durch die gleichen 3 Maschen durchziehen, als ob ihr rechts strickt, wieder eine Masche durchziehen, durchholen und alle Maschen rausziehen. Eigentlich ganz einfach. Tolles Muster. Da haben wir schon mal eine Reihe fertig. Dann die Rückreihe stricken wir links, weil ja vorne rechte Maschen entstanden sind. Rückreihe links stricken. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr das Muster so weitermachen, aber ich habe dazwischen noch mal eine Reihe links gestrickt. Eine Reihe links stricken. So sieht man das Muster. Dann sind wir wieder in der Rückreihe, die stricken wir auch wieder links.
Und jetzt könnt ihr wieder das Muster ansetzen. Eine Masche abheben, wie rechts stricken, drei Maschen durch, eine Masche durchziehen durch die drei Maschen, dann einen Umschlag wieder durch die drei Maschen durch und nochmal ein Muster. So, und dann macht ihr es wieder das gleiche, Rückreihe links stricken, Vorderreihe nochmal eine Reihe links und dann noch eine Reihe links, also drei Reihen links und dann könnt ihr das Muster wieder einsetzen. Das ist das schöne Nelkenblattmuster.